willkommen bei mir zu Hause. Heute startet meine neue Montagsserie, in der ich neue Handarbeits-, Bastel- oder DIY-Sachen ausprobieren möchte. Und ich beginne mit Sticken. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo. Und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und natürlich beginnen wir mit Basis-Stickstichen. Also ich habe mir mal 9 verschiedene Stickstiche rausgesucht, die ich auch hier in dem Video zum ersten Mal ausprobiert habe. Hier seht ihr übrigens das Ergebnis. Aber es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen und ich möchte das ja auch über die nächsten Wochen hin lernen und mal sehen, was ich dann noch alles für Projekte umsetzen kann. Wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen wollt, dann gebt doch dem Video einfach einen Daumen nach oben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ich starte damit, dass ich mir den Stoff erstmal richtig hier in den Webrahmen einspanne. Und den Stoff spanne ich mir auch noch mal, wenn ich die Schraube hier oben richtig festgedreht habe, dann ziehe ich den Stoff noch mal so ein bisschen hier runter, dass der hier wirklich schön auf Spannung liegt. Und ich glaube, ich werde mir den überschüssigen Stoff abschneiden. Ich weiß nicht, ob das eine dumme Idee ist oder ob das eine gute Idee ist, aber ich glaube, das ist mir ein bisschen im Wege. Ist ja jetzt gespannt. Ich darf ihn halt nur zwischendurch nicht einfach so rausnehmen. Man kann den Faden hier so am Rand rausziehen. Man muss die Banderole nicht abmachen. Dann bleibt nämlich auch gleich noch die Farbnummer, die hier drauf steht. Die hat man dann immer mit bei der Farbe dabei, weil es gibt so viele verschiedene Orange-Rot-Gelb-Töne. Da ist es schon wichtig, dass wenn einem dann zum Beispiel das mal ausgeht, dass man den Farbcode immer noch hat. So, dann werde ich mir nun einfach hier mal ein Stück abschneiden und versuchen, 3 Fäden hier abzubekommen. Ich starte mit dem einfachsten Stich und zwar ist das der Vorstich. Und ich habe mir hier ein paar Markierungen auf meinem Stoff gemacht, damit ich auch immer denselben Abstand habe. Ich gehe für den Vorstich von unten nach oben durch den Stoff durch, ziehe den Faden durch, aber nicht bis ganz. Den kann man dann hinterher entweder verknoten oder aber vernähen. Es kommt halt drauf an, wie viel man stickt. So, dann gehe ich wieder runter durch den Stoff durch und ziehe den Faden durch und dann wieder hoch und runter und so bis hinten hin. Den zweiten Stich, den ich euch zeigen möchte, das ist der Rückstich. Da fängt man nicht direkt am Anfang an von der Linie, die man sticken möchte, sondern etwas ein Stückchen weiter versetzt. Also ich fange hier an, von unten nach oben den Faden durchziehen, dann zurück. Und im gleichen Abstand hier wieder von unten nach oben durch den Stoff durch und wieder zurück. Dadurch liegt der Stoff auf der Rückseite teilweise doppelt. Dann kommen wir zum Stielstich und der fängt genauso an wie der Vorstich. Von unten nach oben einmal durch den Stoff durchstecken, stechen. So, jawohl. Dann einen langen Stich machen und bei der Hälfte wieder zurück und von unten nach oben durch den Stoff durchstechen.
So entsteht hier unten eine Schlaufe. So, und bei der Hälfte hat man wieder nach oben durch die Nadel geführt. So sieht das nun aus. Den Faden wieder nach unten halten, nach unten stechen und nun bei dem Stich, in dem man eben reingesteckt hat, den Faden wieder nach oben holen. So, und so geht man lang. Also, Moment, der Faden wieder in die Richtung. Einstechen nach unten und hier, wo der Faden das letzte Mal aufgehört hat, wieder nach oben aus dem Stoff rausstechen. Und ich finde, dass der Stielstich viel eleganter und schöner daherkommt wie der Rückstich. Für den Knötchenstich wird der Faden 2-3 Mal erst um die Nadel drum gelegt, bis die Nadel kurz neben dem Einstich wieder nach unten durch den Stoff gesteckt wird und dann den Faden durchziehen. Vorsichtig. Und dann entstehen diese süßen kleinen Knötchen. Beim Plattstich gibt es quasi immer nur Vorstiche. Raus aus dem Stoff, wieder rein in den Stoff. Und dann gehe ich wieder zurück an die Stelle, wo ich das erste Mal aus dem Stoff rausgekommen bin und dann gehe ich wieder so daneben und so kann ich gleichmäßig oder auch ungleichmäßig, es kommt ja darauf an, ob man ein Blatt oder eine Blüte so sticken möchte, am besten so dicht die Fäden, dass man nichts von dem Stoff darunter mehr sieht, also so dicht besticken. Und dadurch, dass man bei dem Plattstich halt auch in unterschiedliche Richtungen stecken kann, entstehen dann auch solche Muster innerhalb des Plattes oder der Blüte, die man stickt. Für den Rosenstich malt ihr euch einen Kreis auf, der dann vom Mittelpunkt aus eine ungerade Anzahl an Strichen bis zum Rand hat. Ich habe hier nun 5 Striche genommen und die sticke ich nun erstmal ab. Am Ende muss dann der Faden wieder hier in der Mitte rauskommen und nun wird im Kreis gewebt. Also zuerst unter dem einen Faden durch, über dem drüber, unter dem durch, oben drüber, drunter, drüber und immer so im Kreis weiter sticken. Also ihr geht nicht mehr durch den Stoff durch, sondern nur noch über und unter den Fäden drüber und drunter. Zum Schluss hat man dann wirklich so eine schöne, runde, dreidimensionale, sieht man das hier so im Licht? Ja, Rose. Und normalerweise stickt man dann halt bis zum Ende, damit man von seinem Stift nichts mehr sieht. Aber dadurch, dass ich ja nur diese 3 Fäden habe, hat das schon wirklich ziemlich lang gedauert. Der Krätenstich eignet sich perfekt für ein Blatt. Das habe ich mir hier schon aufgezeichnet und die Mittellinie. Da starte ich und steche von unten nach oben in die Plattspitze ein, ziehe den Faden durch, jawohl, und entweder im oberen Drittel oder bei der Hälfte von der Plattmitte steche ich wieder nach unten durch. Nun gehe ich hier oben etwas rechts neben meinem ersten Stich, komme ich hier oben raus und setze nun den nächsten Stich, also gehe wieder in den Stoff, aber etwas neben dem
Mittelstich, links neben dem Mittelstrich. So, das heißt, dieser Faden liegt jetzt hier leicht schräg. Nun komme ich etwas links von der Plattspitze, hier oben wieder aus dem Stoff raus und gehe nun etwas rechts neben dem Mittelstrich wieder in den Stoff rein. Und der Faden liegt jetzt von links oben nach rechts unten. Das heißt, die Fäden, die hier sind, sind hier so leicht schräg und die anderen sind dann hier so schräg. Und so mache ich das Blatt nun fertig. Ich habe das nun nicht besonders eng gesteckt, aber ich bin ja auch noch am Lernen. Also bei mir sieht man so ein bisschen den Stoff durch. Aber ich denke, ihr seht schon, was ich meine, dass die hier, die, dass das so aussieht, ob das so schräge Linien sind und auch von der anderen Seite. Ich hoffe, das kommt so in der Kamera etwas rüber. Der vorletzte Stich heute ist der Margeritenstich. Dafür, also damit kann man schön halt solche kleinen Margeriten, solche Blütenblätter machen. Einmal von unten nach oben aus dem Stoff raus und kurz daneben wieder in den Stoff einstechen. Dann bildet sich so eine Schlaufe. Da dann aufpassen, nicht, dass die sich dann verdreht. Also ich habe nun hier diese Schlaufe, die sich gebildet hat. Und gehe dann aber innerhalb der Schlaufe wieder mit der Nadel aus dem Stoff raus, um somit die Schlaufe hier an dem Ort festzuhalten und über den Faden hier drüber, kurz hinter dem Ausstich, steche ich wieder in den Stoff ein und fixiere somit hier die kleine Schlaufe. Und je nachdem, wie fest ich nun an dem Faden hier ziehe, sind die Blätter sehr gerade oder haben so eine kleine Wölbung. Und auch hier muss ich sagen, Übung macht den Meister. Hier habe ich einen kleinen Ausrutscher gehabt, aber ansonsten sind die kleinen Margeritenstiche hier richtig süß geworden. Für den Vorstich gibt es auch noch eine schöne Variante. Und zwar habe ich extra eine andere Farbe nun mal in die Nadel reingemacht, damit man das besser sieht. Ich steche etwas oberhalb ein und dann gehe ich durch die Schlaufe hier von dem Vorstich und immer wieder von derselben Seite aus unter den Fäden durch. Also ich gehe jetzt mit meinem Faden nicht mehr in den Stoff rein, sondern nur hier durch die Fäden durch und dadurch schlängelt sich die zweite Farbe um diesen Vorstich hier so rum und ich finde, das hat auch nochmal einen richtig schönen Effekt. Und ich habe festgestellt, dass es wirklich praktisch ist, wenn man den Stoff hier drumherum abschneidet. Ich habe nämlich aus Versehen das Stück Stoff hiermit in das Blatt eingestickt. Ich habe hier noch mal ein paar Stiche mit einem sechsfädrigen Faden ausprobiert. Das sieht halt alles etwas schöner aus. Ich finde, gerade hier bei diesem Margeritenstich kommt diese Blumenform, diese Blätterform viel besser rüber als wie hier bei dem dreifädrigen. Und das ist noch mal der Gretenstich. Ich finde, das sieht man das auch besser, dieses leicht schräg zulaufende. Und es gibt sogar ein paar Tipps, die ich euch nach meinen ersten Gehversuchen hier mit dem Sticken schon mit auf den Weg geben kann. Erstens, eine Einfädelhilfe ist wirklich absolut praktisch. Zweitens, den Stoff hier drumherum um den Stickrahmen am besten abschneiden. Ich habe das nämlich hier hinten einmal mit eingestickt. Und dass ein sechsfädriger Faden für Anfänger besser geeignet ist, da einem der die Ungenauigkeit, die man als Anfänger noch beim Sticken hat, etwas mehr verzeiht und das Ergebnis dann halt einfach schöner aussieht. Wenn ihr noch ein paar andere Inspirationen braucht, könnt ihr auch gerne noch mal hier in die Videos reinschauen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal!